Guten Tag, heute wieder willkommen auf Radio Sales Weekly am 27. Mai 2021 mit Andreas Sprengart von Antenne Kaiserslautern und Alexander Zeitelhack, Pionier im Radio- und Audiobereich. Gut, die heutigen Themen ganz kurz dargestellt. Wie sieht Radio 2050 aus? Mann, das ist in 30 Jahren. Wir können uns sehr gut daran erinnern, wie es vor 30 Jahren war. Was wird wohl in 30 Jahren aus unserem Medium geworden sein? Teil 2, da geht es um das Eigentliche, um das Eingemachte, nämlich um die Frage, wie halten wir es mit dem Kunden oder auch mit der Kundin, wenn wir sehr freundliche Verhältnisse zu denen haben oder regelrecht sich eine Freundschaft aufbaut. Es gibt da noch so andere, die sagen, man sollte einmal wirklich ein paar Tage gearbeitet haben beim Kunden selbst. Also wenn das ein Geschäft ist, hinter der Theke stehen oder was auch immer das ist, um so richtig die tiefe Verbundenheit zu haben. Fangen wir an mit dem Thema Radio 2050. Wie siehst du es, Andreas? Radio 2050, also da muss ich überlegen, da bin ich 70. Ja, also wie ich das sehe, das kann ich noch nicht sehen. Das ist das Thema. Also wir haben ja einen enormen Fortschritt gehabt in den letzten 15 Jahren. Und wenn ich überlege, da gibt es jetzt so Sachen wie Augmented Reality, das jetzt unmittelbar bevorsteht, dass es in unseren Alltag reinkommt. Und ja, es gibt halt immer wieder Entwicklungen. Da muss man einfach sehen, wie Radio sich entwickelt und wie Audio sich gibt. Ja, beziehungsweise auch, wie die Menschen in 30 Jahren leben. Fahren sie noch zur Arbeit oder machen sie alles von zu Hause aus? Ja. Gibt es eingebaute Chips, ja, oder hat man Brillen auf, mit denen man alle Informationen abrufen kann? Oder so komische Kopfhörer. Ganz genau, ne? Also von daher kann ich es noch nicht genau sagen, aber ich gehe davon aus, dass das Thema Audio da auch noch spannend ist, weil die Ohren haben wir ja dann immer noch und wir genießen sehr gerne Musik und aktuell natürlich auch noch Menschen, die einem was erzählen, ohne dass man die volle Aufmerksamkeit per Video auf einen Bildschirm richten muss. Insofern glaube ich, dass Audio und Radio immer eine Rolle spielen, in welcher Form und wie es vermarktet wird. Das ist ein Entwicklungsprozess. Ja, Alexander ist da wahrscheinlich schon ein bisschen weiter. Alexander, werden wir mehr Bewegtbild haben? Wird alles über 5G laufen oder 6G oder was dann auch immer kommt? Und wird das Ohr immer noch der Haupteintrittskanal sein? Also das ist, hat Andreas schon gut beschrieben. Also das Ohr wird immer noch da sein. Das ist, wie gesagt, ist komplex. Ich mache ja Zukunftsforschung an der TH Nürnberg mit meinen Studierenden und da gibt es verschiedene Systematiken und Methoden. Der zentrale Faktor ist ja, was Andreas gesagt hat, dass man die Zukunft nicht vorher planen kann. Das kann man nicht vorhersagen. Wenn man eine Zukunftsforschung macht, dann definiert man aber Zukunftsbilder, die normativ sind. Wie soll es denn sein? Wie soll die Gesellschaft sein? Wie sollen die Medien sein? Das ist der Blick tatsächlich in das Jahr 2050. Was dann sein soll, ist Folgendes. Meine Perspektive aktuell ist, die 6 neuen Grundrechte, die der Ferdinand von Schirach zusammen mit Verfassungsrechtlern in der EU entwickelt hat, beinhalten ja auch sowas wie Ethik in Algorithmen und Privatheit, Privatsphäre. Die Medien haben hier eine besondere Verantwortung und müssen sich eigene Gesetzlichkeiten geben und Regularien, die auf diesem Paradigma dieser 6 neuen Grundrechte aufbauen. Verantwortung für Gesellschaft, für Privatsphäre, für Individuen und auch dieser Wahrheitsanspruch in der Politik. Die Medien haben ja weiter die völlige Gewalt im Staat, diese besondere Situation, Nachrichten, Information, Journalismus. Das ist der eine Teil. Das zweite ist, dass wir uns Dinge angucken können, die sich vor 30 Jahren entwickelt haben. Wie war denn das Kino in den 20er Jahren? Oder das Fernsehen in den 50er Jahren? Und 30 Jahre später, was ist passiert? Also Entwicklungen wie die Mobilität, Automobil und Ähnliches. Das bedeutet, Radio wird ubiquitär sein, überall immer verfügbar, in jeder fragmentierten Form. Es wird komplett fragmentiert in kleinste Einheiten. Und das Ohr ist ja evolutorisch für uns so eine Art Warnsystem und Überwachungssystem unserer Umwelt. Das heißt, wir werden eine automatisierte, übers Ohr gesteuerte
Überwachungsmedialität haben, die uns vor Gefahren warnen, Trends informiert. Das ist immer noch die gleiche Werbung, das ist immer noch die gleiche Politik, aber es wird so selbstverständlich sein, wie vor 20.000 Jahren die Kleidung nicht war und heute unsere Mode das macht. So wird sich das Radio entwickeln, auf eine, als persönliches Attribut eines einzelnen Menschen, der sich mit einem Audio-Ambiente umgibt. Audio-Ambiente und Grundrechte, das halte ich in Erinnerung so als Stichworte zu dem Thema. Und 30 Jahre, ja, schauen wir mal, ob das revolutionär sein wird. Aber alles spricht dafür, dass es immer technikgetriebener wird. Weg von der Technik hin zum Menschen. Der Kunde, mein Liebling. Andreas, hast du auch solche? Wie hältst du es mit ihnen? Also zum Thema Freundschaft mit Kunden. Ich habe mal auf Wikipedia geguckt und habe mal einen Satz rausgeschrieben, was eigentlich Freundschaft bedeutet. Weil das muss ja erstmal überhaupt klar sein. Und zwar ein auf gegenseitige Zuneigung beruhendes Verhältnis von Menschen, das sich durch Sympathie und Vertrauen auszeichnet. Und wenn ich diesen Satz sehe, dann muss ich sagen, okay, ja, Sympathie und Vertrauen ist ein großer Faktor im Verkauf, weil ich muss im Vertrieb natürlich sympathisch sein meinem Gegenüber und natürlich auch Vertrauen aufbauen, dass er mir überhaupt glaubt und ja, mit mir zusammenarbeiten will. Insofern hat man eigentlich schon eine kleine erste Stufe der Freundschaft mit jedem Kunden, ja, wenn man nach dieser Definition geht. Wenn man das Ganze natürlich so sieht, dass man sagt, okay, es gibt auch Freunde natürlich im privaten Leben, mit denen man alles macht, mit denen man vielleicht in Urlaub fährt sogar und so weiter. Da ist es natürlich so, dass das die Frage ist, okay, das kriegst du vielleicht einmal mit einem Kunden hin, wenn du sagst, okay, das passt super und wunderbar, aber nicht mit der Masse der Kunden. Und ich sage so, es gibt bei mir viele geschäftliche Freunde, ja, man mag sich, man ist sich sympathisch, man vertraut sich, es wird nicht mehr großartig verhandelt, es wird überhaupt nicht mehr darüber gesprochen, was wie, was kostet und so weiter, da sind alle Karten auf dem Tisch, da wird einfach der Vertrag weitergeführt und dann hat man eine geschäftliche Freundschaft und man redet auch mal über die Familie oder halt auch nochmal über Privates, aber man macht eben privat jetzt nicht unbedingt einen Urlaub zusammen. Und das ist so ein bisschen eine Unterscheidung. Und wenn man da viele hat, ja, jeder auf seine eigene Art und kann sich auch als Verkäufer sehr, sehr stark auf verschiedene Arten einstellen von Menschen, ich glaube, ja, dann hat man auch im Bereich der Freundschaft ein großes Plus, wenn man ein erfolgreicher Verkäufer sein will. Der Verkäufer braucht mehrere Facetten vielleicht, also um darauf eingehen zu können und Empathie zu zeigen und auf das Zukommen auf andere Persönlichkeiten. Alexander, was meinst du? Ich sehe da drei verschiedene Blickrichtungen. Das eine ist der Kunde, das zweite ist ich als Person, als Mediaberaterin, Mediaberater und dann die Beziehungsebene. Der Kunde braucht einen Nutzen. Das ist, wir sind im Investitionsgütergeschäft, wenn da kein objektiver finanzieller Nutzen und Vorteil ist, dann hat er nur Kosten und investiert nicht. Dann würde er nicht kaufen. Und dazu braucht er keine Freundschaft. Da er woanders kaufen kann, macht die Beziehung ja was aus. Im intramedialen Vergleich wählt er mich oder einen anderen Sender. Insofern ist die Beziehung da wichtig. Die Beziehung wird aus meiner Sicht dominiert von einem Begriff, der heißt Empathie, weniger die Sympathie, sondern das Verständnis, sich in die Lage des Kunden versetzen zu können. Das ist das Minimum, was wir liefern müssen. Mit manchen Kunden kann daraus auch Sympathie werden, wie der Andreas gesagt hat. Ja. Die dritte Perspektive ist die Selbstreflexion oder Selbstkritik. Da analysiere ich bei Medienberatern immer die Abschlussquote. Wie viele Aufträge holen die aus 10 Angeboten raus? Und wenn jemand eine sehr hohe Abschlussquote hat, ist es genauso verdächtig wie eine sehr niedrige. Bei einer hohen Abschlussquote kommt nämlich oft folgender Effekt zum Tragen, dass man nur zu den Kunden geht, mit denen man befreundet ist, wo man sicher Aufträge holt. Und dann, das ist gezieltes Unterleisten. Man traut sich nicht mehr, ein Nein zu kassieren im Markt und zu Kunden zu gehen, die einen vielleicht nicht so leiden können. Ja. Und das ist auch nicht professionell. Ja. Da kommt es natürlich drauf an, wie viel
Abschlüsse man insgesamt macht, natürlich, ne, ist klar. Richtig. Weil wenn ich jetzt sage, okay, komm, ich habe 100 Kunden und habe dafür 130 Anläufe gebraucht, ist das eine Mega-Leistung, wie wenn ich jetzt nur 10 Kunden habe, ne, und habe dafür 13 Anläufe gebraucht. Ne? Genau. Ja. Ja, pro Kunde. Es gibt ja auch Telefonverkauf, da ist die Abschlussquote sehr gering, ja? Also auch unter 5, weit unter 5%. Aber es gibt sehr gute Telefonverkäufer, die viel Umsatz machen. Also beides gibt's. Also ich sehe das ein wenig nostalgisch, emotional. Ab und zu treffe ich noch ehemalige Kunden, sogar hier beim Spazierengehen mit Hund und so weiter, die hohe Stellung hatten in der internationalen Markenindustrie. Und mit denen unterhalte ich mich immer noch so gerne oder mache sogar was in der Freizeit mit denen. Das sind also über Jahrzehnte gewachsene Beziehungen und man hat die Branche sich geteilt, der eine auf der Seite, der andere auf der Seite und das kann ja sehr befruchtend sein. Also das sehe ich erstmal so rein aus dem zwischenmenschlichen Aspekt. Ja, vielen Dank für eure Impressionen heute am 27. Mai. Nächste Woche werden wir uns, glaube ich, nicht treffen, weil wir da einen Feiertag haben. Den werde ich an der See verbringen. Und ich hoffe, dass das der Regen mir nicht so entgegenkommt. Nein, es wird Sommer werden in den nächsten Wochen. Es gibt widersprüchliche Angaben, glaubt es mir. In dem Sinne. So.